Volles Haus im Ilburg-Stadion zu Eilenburg. Der Gegner ist im Achtelfinale schließlich kein geringerer als der Regionalligist Chemie Leipzig. Unzählige Duelle gab es zwischen den beiden zu gemeinsamen Sachsenliga-Zeiten. Im Pokal ist es erst die zweite Begegnung. 2016 besiegten die Leutscher Eilenburg mit 4:1. Den vierten Treffer für Chemie erzielte damals Tim Bunge. Der trägt heute die Nummer 8, allerdings beim FC Eilenburg und ist dort einer der gefährlichsten Torschützen. Viele Fans der Betriebssportgemeinschaft fanden den Weg an den Rand der Dübener Heide. Die insgesamt 712 Zuschauer sehen einen couragierten Auftritt des Oberligisten. Die erste Chance durch Emilio Montero Luis. Der Ball wird noch abgeblockt. Die darauffolgende Ecke bringt keinen Ertrag. Das will der 10. der Regionalliga besser machen. Die Ecke kommt auf Schmidt. Karau steht im Weg. Naumann hechtet. Und Burri schießt das Ding in die Maschen. Aber Schiedsrichter Johnny Schiefer entscheidet auf Offensivfoul. Der Treffer zählt nicht. Die BSG mit einem Freistoß, alle fliegen vorbei, doch dadurch ist der Schuss umso gefährlicher für Naumann im Tor. Der Keeper hält die Null. Die Gastgeber müssen auf Benjamin Luis, Alex Fiedler und Fabian Döbelt aufgrund von Verletzungen verzichten. Das macht die Aufgabe umso schwerer. Chemie erneut im Angriff, der Ball landet bei Björn Nikolajewski. Der hält drauf und bringt den Keeper erneut unter Bedrängnis, aber im Nachfassen hält er den Ball fest. Die Fans von Chemie Leipzig halten die Stimmung trotzdem hoch. Die Spiele im Ilburg-Stadion sind eine gute Gelegenheit für die Fans in der Region, ihre Mannschaft spielen zu sehen. Aber auch die Eilenburger sorgen für ordentlich Stimmung und ihre Mannschaft ist alles andere als unterlegen. Sauer findet die Lücke zu Luis, doch die Fahne des Assistenten findet blitzschnell den Weg nach oben. Eine knappe Entscheidung auf Abseits. Eilenburg-Trainer Nico Daube kann zufrieden sein. Torlos geht es in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel suchen die Gastgeber vermehrt ihre Chance. Stefan Karau, Ex-Eilenburger, mit dem Versuch der Klärung. Dieser landet aber in den Beinen von Vetterlein. Jakob Funke, frisch eingewechselt, mit dem Pass in den Rückraum auf Tim Bunge. Benjamin Bellaut untermauert einmal mehr den Status als sicheren Rückhalt der BSG. Dieser wird nun auch gebraucht. Die Defensive, Leipzigs Prunkstück, bröckelt und öffnet die Räume. Nächste Gelegenheit, Emilio Montero Luis. Wieder ist Bellaut glänzend zur Stelle. Der Mann, dessen Onkel Harry in Eilenburg wohnt, hält die Null gegen immer stärker werdende Gastgeber. Doch auch der vermeintliche Favorit Chemie kommt zu Angriffen. Heinze trippelt sich durch bis zur Grundlinie, legt ab auf Alexander Burri. Doppelpass mit dem frisch eingewechselten Kwiatkowicz. Burri aus nächster Nähe. Ein super vorgetragener Angriff, aber Naumann schließt rechtzeitig die Beine und verhindert den Rückstand. Freistoß für Chemie, Freistoß Daniel Heinze, den will er aber auf das Tor auf der Tatanbahn bringen, keine Gefahr. Ein Klassenunterschied ist jetzt nicht mehr erkennbar. Luis geht ins Dribbling, sieht den einlaufenden Bunge, der ins kurze Eck. Erneut ist Bellaut zur Stelle, die Nachspielzeit läuft bereits. Vetterlein sieht Bunge, 49 Einsätze für Chemie und die entscheiden die Partie für Eilenburg. 10 Eilenburger Spieler in Ekstase, dazu die ganze Bank auf dem Feld. Nur einer hält sich zurück aus Respekt. Tim Bunge entscheidet die Partie gegen seinen Ex-Verein. Der Pokal schreibt eben seine ganz besonderen Geschichten. Mit dem Distanzschuss ist Bellaut geschlagen. Er versucht das Spiel nochmal schnell zu machen, aber es hilft nichts. Eilenburg schockt den Regionalligisten und wirft die BSG Chemie Leipzig mit 1:0 aus dem Pokal. Der Matchwinner trägt die Nummer 8 auf blauem Grund. Tim Bunge über die Überraschung bei Lisa-Marie Peisker. Wir wollten alles geben, wir wollten uns reinhauen. Und am Ende gucken, was bei rumkommt, aber wir sind noch nicht ins Spiel gegangen, haben gesagt, wir werden eh verlieren oder so, sondern wir wollten unbedingt gewinnen. Das haben wir am Ende gemacht. Zieht sich so durch. Wir sind nicht zu entschlossen, ziehen das Ding nicht komplett durch, machen dann einfach oftmals vielleicht ein bisschen zu unentschlossen den Abschluss, denken zu viel nach. Wenn es im Fußball so manchmal nicht läuft, dann läuft es nicht. Das luftige Oval im Freudentaumel. Eilenburg steht im Viertelfinale und trifft dort auf den Sachsenligisten LSV Neustadt-Spree. Doch wo Freude herrscht, obsiegt auf der anderen Seite die Enttäuschung. Die BSG Chemie Leipzig muss sich durch den späten Treffer des Ex-Spielers Bunge erstmals seit 4 Jahren bereits im Achtelfinale aus dem Sachsenpokal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.